Für den 86-jährigen Mann und seine 76 Jahre alte Frau, die in diesem Wagen saßen, kommt jede Hilfe zu spät. Um kurz nach 6 Uhr abends wollen die beiden den Neckar überqueren. Das Auto des Paares ist das einzige auf der Fähre. Eine Angestellte kassiert für das Ticket, das Paar fährt den Wagen nach ganz vorne. Aber das Auto stoppt nicht, es kommt wieder ins Rollen. Ein Zeuge sieht noch, wie kurz vor der Schranke die Bremslichter aufleuchten, dann macht das Fahrzeug einen Satz nach vorne. Es durchbricht die Absperrung und fällt ins Wasser. Zeugen rufen sofort die Polizei. Polizeibeamten haben sogar noch versucht, zu dem Fahrzeug zu schwimmen und dort die Rettung durchzuführen, aber es war so schlichtweg nicht mehr möglich. Das Auto füllt sich immer schneller mit Wasser. Es sinkt immer weiter zu Boden. Kann man sich in so einer Situation noch selbst retten? Ja, wichtig ist natürlich dann möglichst schnell aus dem Fahrzeug herauszukommen, was natürlich schwierig wird durch den Gegendruck des Wassers. Taucher der Feuerwehr finden das Fahrzeug wenig später in 2 Metern Tiefe. Es liegt auf dem Dach. Das Ehepaar hat es nicht geschafft. Weder sie selbst noch die Einsatzkräfte konnten die Türen öffnen. Natürlich dauert es alles dann seine Zeit, bis auch das Fahrzeug gefunden wurde. Und dementsprechend kam da wirklich jede Hilfe dann zu spät. Mit einer Seilwinde holen die Einsatzkräfte den Wagen an Land. Erst danach konnten sie die Verstorbenen bergen. Nun ermittelt die Polizei, wie das Auto so plötzlich von der Fähre fallen konnte. Möglicherweise hatte der 86-Jährige den Motor nicht abgestellt. Auch ob die Schranke geöffnet oder geschlossen war, ist noch unklar. Nach dem jetzigen Stand geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus. Alles Weitere zeigen dann die Ermittlungen. Ein tragisches Unglück, bei dem wir uns natürlich fragen, kann uns das auch passieren? Bernd Mink ist bei uns von der Wasserschutzpolizei in Mannheim, der Leiter der Wasserschutzpolizei. Kann so etwas schnell passieren? Wie wir das jetzt alle erlebt haben, kann das durchaus schnell passieren. So wie bei allen Unglücksfällen, eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen führt ganz häufig zu Unfällen. Ich kann Ihnen sagen, in meiner 40-jährigen Dienstzeit ist mir nur ein ähnlicher Fall bekannt, der vor etwa 30 Jahren im Bereich Neckarhausen, Neckarhäuserhof, das ist oberhalb von Heidelberg am Neckar passiert ist. Damals rollte auch ein Fahrzeug von der Fähre in den Fluss und ein 3-jähriges Kind ist damals tragischerweise ums Leben gekommen. Wenn ein Auto jetzt ins Wasser fällt, was genau passiert denn? Denn es ist ja erstmal auch noch mit Luft gefüllt, der Innenraum, also besitzt ja noch etwas Auftrieb. Richtig, abhängig dann von der Gewichtsverteilung und von den Verhältnissen, wie Wasser in ein Fahrzeug eindringen kann, dringt natürlich Wasser über die Spalten der Karosserie, über die Lüftungseinrichtungen in das Fahrzeug ein. Man rechnet grundsätzlich, dass ein Fahrzeug noch so zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten schwimmen könnte. Und dann ist es einfach wichtig, wenn man sich da retten will, dass man ganz, ganz zügig aussteigt, möglichst über das Schiebedach oder über das Fenster. Türen zu öffnen könnte gefährlich sein, vor allem wenn Insassen in zweitürigen Fahrzeugen sich im hinteren Bereich aufhalten, weil es dann zu einer sehr, sehr schnellen Einströmung des Wassers kommt. Also sprich, wenn das Auto noch quasi ein bisschen auf dem Wasser schwimmt, was, wenn es jetzt sinkt und das... Also im Grunde genommen das Auto komplett unter der Wasseroberfläche ist. Also wenn es schnell sinkt, und so war es wohl auch in dem betreffenden Fall, da muss man auch davon ausgehen, da das Fenster ein Stück offen war, dass dann eine erhebliche Menge Wasser sofort einströmt. Was dann auch passiert ist, durch das Abkippen des Fahrzeuges trudelt es, es kann sich überschlagen aufgrund der Strömungsverhältnisse. Das führt dann natürlich auch zur Orientierungslosigkeit. In so einem Fall bleibt einfach nur die Möglichkeit, versuchen, sich im Vorfeld mental auf eine solche Situation einzustellen als Autofahrer. Dann warten, bis man die Orientierung hat. Und wenn ein entsprechender Druckausgleich vorhanden ist, dann die Tür öffnen unter Wasser und versuchen dann an die Oberfläche zu kommen. Wenn das nicht geht, weil also auch offensichtlich in dem Fall auch die Rettungs- und Bergungskräfte die Türen unter Wasser nicht aufbekommen haben, beispielsweise sind blockiert, Fenster runterkurbeln oder Ähnliches? Dann bleibt eigentlich noch, wenn Sie das noch können und wenn Sie sie so weit unter Kontrolle haben, dass Sie vielleicht irgendwelche Werkzeuge im Fahrzeug haben, entweder einen Nothammer oder Sie haben einen Schirm und Sie können dann versuchen, eine Seitenscheibe einzuschlagen und auf diese Art und Weise dann das Fahrzeug zu verlassen. Also wenn die Türen natürlich deformiert sind, wird es extrem schwierig. Das sind dann die Fälle, die dann so tragisch halt auch enden können. Eine absolute Horrorvorstellung. Hoffentlich passiert das
so nicht. Und wenn doch, dann ja, dass sich dann die Insassen entsprechend mit ihrem Rad befreien können. Bernd Mink, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Und jetzt geht es natürlich mit einem sehr viel fröhlicheren Thema weiter. Denn wir kommen zum Weltmusiktag. Da gibt es natürlich auch erstmal etwas aufs Ohr. Das ist Samuel Büchmann, er ist einer von vielen Musikschülern aktuell hier in Mannheim, lernt, wie Sie sehen, Klavier. Und dabei sollte man ja meinen, so in Zeiten von Smartphones und Tablets, da ist das Interesse an Musikinstrumenten gar nicht mehr so groß. Aber laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung macht jeder dritte 17-Jährige Musik. Rock, Pop, aber auch Klassik, alles weiter beliebte Hobbys. Und die gute Nachricht, auch der Langzeittrend zeigt, dass immer mehr junge Leute singen oder ein Musikinstrument spielen. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensklassen der Eltern. Jugendliche mit wohlhabenden Eltern musizieren deutlich häufiger als Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Und darüber wollen wir sprechen mit Anke Lindner. Sie ist Musikpädagogin und Frau Dr. Martina Hartmann, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Willkommen bei uns. Hallo. Was macht Musik mit Kindern denn ja, körperlich bzw. seelisch? Sie arbeiten ja regelmäßig mit ihnen. Ja, Musik öffnet die Herzen. Musik zu erfahren als Kind ist natürlich elementar, weil wir sind das Instrument, die Kinder sind das Instrument, sie haben eine Stimme, sie erleben Musik über Rhythmus. Sie lernen auf verschiedene Art und Weise die Musik kennen. Und das ist sehr wichtig und macht sehr viel Spaß. Wie ist das aus medizinischer Sicht? Also Musik wirkt ja auf uns körperlich, sicherlich auch auf das Gehirn. Was kann man da aus in Sachen ja, Forschung und Medizin sagen? Na gut, aus der Forschung kann man sagen, dass man weiß, wenn Kinder Musikinstrumente lernen, also wenn sie etwas älter sind und Musikinstrumente lernen, dann vernetzen sich beide Hirnhälften mehr miteinander, als es bei einer Kontrollgruppe der Fall wäre. Also das bezieht sich dann nur auf Musikinstrumente oder auf Musik im Generellen oder können das auch andere ja, musische Hobbys sein? Ja, das können sicherlich auch andere Hobbys sein. Das wurde nur nicht in dem Fall nicht untersucht. Aber man kann sich auch vorstellen, wenn Kinder zum Beispiel in der Kunsttherapie mitwirken oder wenn die vielleicht auch Sport machen oder gewisse Sportarten machen, dann kann das natürlich auch passieren. Jetzt ist unser Gehirn ja glücklicherweise nicht irgendwie ab einem gewissen Alter, ab der Pubertät, fertig mit der Entwicklung. Es werden ja immer weiter noch Synapsen geknüpft. Wie ist das denn mit Erwachsenen? Also ich bin jetzt auch jemand, der gerade versucht, zumindest halbwegs ein bisschen Klavier zu spielen. Was bedeutet das denn für mich? Ist das denn auch empfehlenswert? Was kann man da sagen? Oder für andere Erwachsene? Sie haben bestimmt eine Menge Spaß dabei. Ja, und darum geht auch am Misserfolg. Darum geht es. Die Erwachsenenarbeit ist natürlich für meine Begriffe genauso wichtig wie die Kinderarbeit, weil, wie gesagt, Musik öffnet Herzen. Und die Erwachsenen haben natürlich auch ein Bedürfnis, Kunst zu machen. Und ja, Musik öffnet einfach Türen. Also hoffentlich dann eben auch bei Erwachsenen. Was kann man da aus medizinischer Sicht sagen? Was haben Sie denn da auch beobachtet? Na ja, gut, wenn man zum Beispiel Schlaganfallpatienten hat, man kann Musiktherapie machen. Die Menschen lernen sich wieder im Rhythmus zu bewegen, wenn sie eine Halbseitenlähmung hatten und lernen dann wieder laufen am Barren. Oder wenn sie jetzt zum Beispiel demente Menschen haben, also Menschen wirklich, die sehr starke Gedächtnisstörungen haben und ihre Verwandten zum Beispiel auch gar nicht mehr erkennen, auch keine Bilder mehr erkennen. Die kann man, wenn man sie mit Musikstücken, die sie früher in ihrer Jugend oder vielleicht auch in ihrer Kindheit einstudiert haben, kann man wieder aus der Reserve locken. Das heißt, die können also wirklich auch Weihnachtslieder in drei Strophen singen, ohne es wirklich dann danach auch als solches zu erkennen. Also sehen wir, wie wichtig Musik ist als ständiger Begleiter im Leben. Danke, dass Sie es uns auch noch mal so deutlich gemacht haben, Anke Lindner und Frau Dr. Hartmann. Und Musik ist auch ein super Begleiter, wenn man wartet. Da wären wir nämlich beim nächsten Thema. Pendler kennen das nur allzu gut. Das Warten auf die Bahn. Und das könnte in Zukunft dann auch noch schwieriger werden. Denn wenn wir ein bisschen vorausschauen, die Verkehrsstrecken werden neu saniert, darunter auch die Stammstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart. 27 Jahre ist sie mittlerweile alt und auch sehr befahren. Täglich rauschen dort 185 Fernzüge mit 66 Fahrgästen.
über die Gleise und 24 Güterzüge. Bis es dort zur Sanierung kommt, dauert es aber noch ein bisschen. Die Strecke soll vom 10. April bis 31. Oktober 2020 saniert werden. Allerdings werden dann auch andere Strecken betroffen sein, da die Züge umgeleitet werden müssen und auf einer Strecke nur eine gewisse Anzahl von Zügen fahren darf. Also, die Bahn will trotzdem für Entschädigungen sorgen bei Inhabern von Zeitkarten und der Bahncard 100. In welchem Umfang das geschieht, steht aber noch nicht fest. Tja, die Bahn, die kann es niemandem recht machen und Ähnliches. Das gilt doch eigentlich auch beim Sport, wenn wir auf Schiedsrichter schauen. Denn die stehen auch immer mal wieder gerne im Fokus. Auch diese beiden hier, Maximilian und Jonathan Winter, das sind zwei Nachwuchsschiedsrichter im Handball. Und die haben am Wochenende ein sehr brisantes Duell gepfiffen in der dritten Liga. Das Derby zwischen TV Großsachsen und der SG Leutershausen. Und Maximilian Wendel hat sie dabei begleitet. Zwei Pfeifen, zwei Männer. Das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, denn Jonathan und Maximilian Winter gehören mit 26 und 28 Jahren zu den großen Nachwuchshoffnungen im Schiedsrichterwesen. Dabei ist das Hirschberger Derby für die beiden ein Stresstest, auch wenn sie das ein wenig herunterspielen. Jedes Spiel ist eigentlich gleich in der dritten Bundesliga, da gibt es keinen wirklich großartigen Druck. Wir freuen uns drauf, ja, wird ein super Spiel. Doch bevor das losgeht, gibt es bei dem Schwetzinger Bruderpaar einen festen Ablauf. Wir fangen eigentlich mit dem Aufstehen an, uns auf so Spiele vorzubereiten. Heute haben wir noch Glück, wir müssen nicht ganz so weit fahren. Normalerweise, wenn wir jetzt 2-3 Stunden Auto fahren, analysieren wir da schon mal die letzten Wochen. Und nach der Ankunft an der Halle gehen die beiden spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Dann beginnt aber die Vorbereitung. Das Nachbarschaftsduell ist für Jonathan und Maximilian Winter etwas Besonderes. Viele Spieler kennen sie aus ihrer eigenen aktiven Zeit. Ich muss ausblenden, vorher, während des Spiels, danach auch. Also es gibt keine Freunde zum Spiel. Besonders nicht in Sachen Zuschauer. Gerade weil die in der Sachsenhalle ganz nah dran sind. Man muss cool bleiben, man muss die Ruhe bewahren. Ja, aufregen bringt eh nichts. Ja. Ich meine, die brauchen dann wieder 10, 15 Minuten und dann geht es wieder, trinken noch ein, zwei Bierchen, dann ist wieder in Ordnung. Ausblenden geht nicht, ja, man hört weg. Auf dem Feld hingegen hören und schauen sie genau hin. Vom Anpfiff an ist Feuer drin. Aber das Duo Winter-Winter leitet die Partie unaufgeregt und souverän. Großsachsen führt, angepeitscht vom Publikum, zwischenzeitlich mit 10:6. Dann übernehmen die Gäste das Kommando. Doch erst der letzte Wurf durch Simon Reisig bringt die Entscheidung. Großsachsen verpasst bei der 26:27 Niederlage die Punkteteilung, während das Urteil über die Schiedsrichter geteilt ausfällt. Ich sag dazu nichts. Da gibt's genügend andere. Insgesamt finde ich, haben sie ein ordentliches Spiel gemacht. Und wie haben die beiden selbst ihre Leistung gesehen? Wir haben das relativ entspannt gesehen. Also wir waren jetzt auch der Meinung, wir haben das nicht entschieden. Das war auf beiden Seiten recht fair. Am Schluss haben die Spieler es unter sich ausgemacht. Ein versöhnlicher Tagesabschluss für das Gespann, das noch weit kommen will. Jeder will mal einen Bundesliga pfeifen, wenn man die Möglichkeit bekommt. Ja, wir haben uns vorgenommen, wir sind in der dritten Bundesliga seit jetzt im vierten Jahr. Wir sind immer dabei. Also jedes Spiel geben wir Vollgas und wir würden uns freuen, wenn es natürlich reicht für die Bundesliga. Wenn es nicht reicht, dritte Bundesliga ist auch super. Angesichts der rasanten Entwicklung scheint es eher eine Frage der Zeit, bis sie das Fernziel Handball-Oberhaus erreicht haben. Und Lutz Bittner ist bei uns, er ist Handball-Bundesliga-Schiedsrichter und wir unterhalten uns gerade dann auch schon über Derbys und Sie haben ja auch jede Menge Erfahrung, mehr als 400 Bundesligaspiele, bald 500 haben Sie mal grob überschlagen. Was haben Sie denn in Sachen Derbys alles schon erlebt? Ach, Derbys. Unter anderem haben wir auch einmal dieses Derby Großsachsen gegen Leutershausen gepfiffen. Insoweit kann ich mich gut in die Haut reinversetzen, die beiden am Wochenende erleiden mussten, sozusagen. Derbys hatten wir in der ersten Liga, in der zweiten Liga. Und natürlich ist das immer was ganz Besonderes, weil unabhängig vom Tabellenstand da Emotionen aufkommen, die sie sonst in Anführungszeichen normalen Spielen nicht haben. Also die beiden, die streben jetzt ein bisschen nach oben. Dritte Liga pfeifen sie aktuell. In die Bundesliga geht es hoffentlich mal für die beiden. Wie groß ist dann der Unterschied? Der Unterschied ist schon beträchtlich. Nun gut, das, was die beiden am Wochenende geleistet haben, kommt Bundesliga schon sehr nah, was diese Drucksituationen angeht. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass in der ersten und in der zweiten Bundesliga durch die mediale Präsenz, die mittlerweile im Handball auch sehr groß geworden ist, sie haben Erstligaspiele, jedes Spiel live. Sie haben Zweitligaspiele, die sie im Livestream mittlerweile live schauen können, sodass jeder Verein, jeder Zuschauer im Grunde sofort auf Fehler der Schiedsrichter reagieren kann und auch reagiert. Ist das ähnlich wie im Fußball, dass der Schiedsrichter auch wirklich teilweise ein Anfeindungsobjekt ist? Nein, also ich will noch, im Handball gibt es noch sowas wie die Handballfamilie. Das bedeutet, Spiele, die Schiedsrichter von Polizei geschützt werden müssen,
die gibt es hoffentlich nicht oder noch nicht. Ich kann mich in meiner Schiedsrichterkarriere an kein einziges Spiel erinnern, wo ich wirklich mal Angst hatte, dass die Situation jetzt bremslich wird. Und im Gegensatz zum Fußball sind die Zuschauer im Handball ja viel, viel näher am Geschehen. Wenn wir gerade noch beim Vergleich Fußball sind, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, aber was Verdienst- bzw. Aufwandsentschädigung angeht, ist das ähnlich oder dann doch deutlich geringer? Ich kenne keine genauen Zahlen aus dem Fußball, aber ich denke, während im Fußball teilweise Existenzen auf den Verdienst aufgebaut werden können, ist es im Handball nach wie vor ein idealistischer Bereich. Natürlich speist man Schiedsrichter auch nicht mehr mit einem Kleinod ab, aber man muss sich überlegen, gerade im Bundesliga-Bereich sind sie für Spiele ein, zwei Tage unterwegs, müssen Urlaub nehmen, ihr Arbeitgeber ersetzt ihnen das Geld nicht. Also so offen muss man sagen, verdienen oder leben könnte man von der Schiedsrichtertätigkeit im Handball nicht. Dennoch ein schönes Hobby natürlich, was man betreiben kann, wofür es dann auch eine Aufwandsentschädigung gibt. Wie sieht es denn dann mit dem Nachwuchs aus? Der muss manchmal leiden. Also gerade ich habe zwei Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren, die manchmal am Wochenende schon fragen, ja, wo bist du denn, was machst du denn, die mich vielleicht irgendwie in irgendeinem Livestream oder auf irgendeiner Leinwand sehen, aber nicht in Persona. Klar, man muss versuchen, das zu organisieren. Das ist nicht immer leicht. Deswegen wird es für die beiden, wenn wir wieder beim Großsachsenspiel bleiben, jetzt auch Zeit aufzusteigen und da eben in diese Ligen vorzustoßen. Na, dann drücken wir den beiden die Daumen und werden die Karriere weiter beobachten. Lutz Wittner, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und für Ihre Eindrücke. Und wir wollen natürlich auch noch auf das weitere Sportgeschehen schauen. Und das hat Tobias Becker für Sie zusammengefasst. Heimspielpremiere. Die TSG Hoffenheim spielt morgen Abend um 18.55 Uhr zum ersten Mal ein Heimspiel in der Champions League. Gegner ist der amtierende englische Meister Manchester City, vor dem sich das Team von Julian Nagelsmann nicht verstecken will. Wir werden es natürlich analysiert haben. Das, so kennt man, glaube ich, Pep, dass er sich auch viele Spiele von uns angeguckt hat. Trotzdem werden sie, glaube ich, nicht extrem auf uns eingehen. Dafür ist, glaube ich, das Selbstverständnis beim Gegner auch zu groß, auch berechtigterweise vielleicht sehr groß. Wir haben uns schon einen Plan überlegt und auch einen guten Plan überlegt, in meinen Augen auch einen mutigen Plan überlegt. Eine schlechte Nachricht gab es auch noch bei der Pressekonferenz heute. Kevin Vogt wird für das Spiel nicht fit sein. Siege verschenkt. Den Heimauftakt haben sich die Damen und Herren des TDC Weinheim sicher anders vorgestellt. Obwohl die Siege zum Greifen nahe waren, kamen beide Teams nicht über ein 5:5 hinaus. Die Damen um Spitzenspielerin Luisa Säger führten gegen MTV Tostedt in der zweiten Liga bereits mit 5:2, verloren aber die letzten drei Einzel. Auch die Herren um Kapitän Björn Baum kamen eine Liga darunter nicht über ein 5:5 hinaus. Zwar startete das Team gut in die Partie gegen Hohenstein, führte 3:0, aber dann lief lange Zeit nichts. 5 Pleiten folgten und schlussendlich konnte man durch Siege von Björn Baum und Tom Eise sogar noch glücklich über ein Unentschieden sein. Beide Teams stehen aktuell im Mittelfeld der Tabellen. Tornados sind Vizemeister. Die Softballerinnen der Mannheim Tornados sind in der Finalserie an den Wesseling Wermans gescheitert. Nach den beiden Auswärtsspielen vor einer Woche stand es in der Best-of-Five-Serie 1:1. Am Samstag und Sonntag durften die Tornados dreimal zu Hause ran. Zunächst gingen sie sogar mit 2:1 in Führung. Die dritte deutsche Meisterschaft in Folge war in Reichweite. Dann kippte die Serie. Die Tornados-Damen verloren die letzten beiden Spiele und wurden Vizemeisterinnen.